Und gleich geht's weiter mit dem österreichischen Marktführer. Mandu wird vertreten durch Philipp Kaufmann. 60 Studios habt ihr inzwischen in Österreich am Laufen. Es ist ein Mikrostudio-Konzept, was sie betreiben. Und das Spannende ist an Mandu, das sind Quereinsteiger, die also aus einer völlig anderen Ecke kommen, um eben auf diesen Markt ganz offensichtlich erfolgreich Fuß zu fassen. Da sind wir doch gespannt drauf. Dankeschön auch von meiner Seite, herzlich willkommen. Jetzt ein bisschen mit österreichischem Schmäh. Die Julia ist so nett und verteilt gerade den Folder von uns. Wir sind gestartet aus einer ganz anderen Ecke. 2011, Weihnachten. Meine Frau schenkt mir aus gutem Grund ein Training, ein Probetraining. Und das Probetraining hat mir richtig Spaß gemacht. Das war einfach cool, das war lässig, das war EMS, das hat funktioniert, es war schnell, es war effizient, es war effektiv. Aber vieles hat mir einfach nett Spaß gemacht. Und aus dem Punkt haben wir die Dinge, die gut waren, EMS und Mia Bodytech, genutzt. Und die Dinge, die mir nicht Spaß gemacht haben, haben wir einfach besser gemacht. Und was herausgekommen ist, war Mandu. Nebensatz, ein Jahr später hat sie mir ein Abo geschenkt. Mittlerweile gehört diese Zeitschrift auch zu uns und wir haben diese Zeitschrift als Verlag herausgegeben. Mein Name ist Philipp Kaufmann. Ich führe mit meinem Bruder gemeinsam die Unternehmensgruppe, die Kaufmann-Gruppe. Groß geworden sind wir, und das war schon anmoderiert, wir sind Quereinsteiger, weil nicht nur, weil ich nicht in der Branche war, kommen wir ursprünglich aus dem Immobilienbereich. Wir haben im Augenblick derzeit 5 Einkaufszentren under Management, wir sind Partner von Morgan Stanley und haben rund 1,8 Milliarden Euro unter Vertrag, sprich, wir haben eine Vermögenswerte von über 1 Milliarde, die wir managen und wo wir teilweise auch Eigentümer sind. Aus dem Bereich kommen wir und da haben wir rund 400 Mitarbeiter. Und wir sind eben dann zufällig reingekommen. Einfach nicht, weil wir es geplant haben, sondern weil es passiert ist. Und wer sind wir jetzt und was machen wir jetzt? Wir freuen uns, dass wir ein Franchise-System machen. Weil wir sind zutiefst überzeugt, dass wir einige Dinge besser machen können, wenn wir sie zentral machen. Gleichzeitig brauchen wir die starken Partner vor Ort. Wir haben uns überlegt, ob wir es auch im Eigenbetrieb machen, also mit Filialsystem. Und wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, weil wir wissen, dass die lokale Verankerung, das lokale Netzwerk, lokal vor Ort tätig zu sein, das Entscheidende ist, dort präsent zu sein, wo wir gar nicht mit Filialbetrieb hinkommen, weil der klassische Mitarbeiter geht rein, aber er geht einfach auch wieder. Das ist sozusagen unser Erfolgsgeheimnis. Drum, wir sind ein Franchise-System. Wir sind gemeinsam mehr als 20 Unternehmen, weil der bei uns Franchise-Nehmer ist, ist Partner, ist Unternehmer. Gemeinsam haben wir mehr als 200 Mitarbeiter mittlerweile. Wir sind stolz darauf, dass wir mittlerweile in 4 Ländern tätig sind. Das ist auch eine Premiere, die wir heute hier sagen dürfen. Wir sind auch schon in Amerika. Wir sind der erste Betreiber, der nach Amerika gegangen ist. Die Filiale in Miami, die Filiale in Los Angeles sind bereits angemietet und gehen jetzt gerade diese Tage in Betrieb. Wir sind in Frankreich, Deutschland und Österreich. Das sind die Länder, wo wir jetzt schon aktiv sind. Wir haben eine Familie und das ist uns wichtig. Wir interpretieren uns und sehen uns als eine Familie, die gemeinsam tätig ist. Nicht alles kann der einzelne Franchise-Nehmer vor Ort, aber vieles können wir gemeinsam besser machen. Und dann sind wir gemeinsam Mandu. Das ist das, was wir haben. Und wir haben derzeit schon über 260.000 Coachings pro Jahr. Und wir haben den Claim, ich mache Mandu, was machst du? Und jetzt auf die Dinge, die heute deutlich anders sind, zu dem, was mich damals gestört hat. 2011 hat mich gestört, dass ich immer den Termin mit meinem Coach ausmachen musste. Mit meinem Trainer in seinem Studio. Das haben wir geändert. Es gibt eine eigene Software, wo ich terminisieren kann. Ich habe bewusst eine Hotline installiert, wo man anrufen kann, 7 bis 21 Uhr. Dementsprechend ausreichend Zeit, dass ich jederzeit mit freundlicher Stimme einen Termin bekomme. Und vor allem für alle Trainer und Franchise-Nehmer, die brauchen sich nicht darum kümmern, dass sie abheben, dass sie terminisieren, dass sie sich darum kümmern, dass jemand einen Termin bekommt. Dafür hat keiner Zeit. Das ist auch nicht das, für was sie wirklich gut sind. Dementsprechend sollen Sie sich auf die Kunden und auf die Betreuung konzentrieren können. Das ist unser Geheimnis. Und wenn Sie dann reingehen, wir wollen ein Unternehmen aufbauen, das tatsächlich groß wird. Wir sind ja jetzt schon in 4 Ländern. Dementsprechend haben wir eine Vision, die groß ist. Dementsprechend, wir wollen Menschen auf ihrem Weg zum Glück begleiten. Ja, das ist ein hoher Anspruch. Darum haben wir ein sehr intensives, ausgeklügeltes Betreuungskonzept entwickelt. Von der intelligenten Ernährung über Ausdauer. Auch eine Premiere. Wir nutzen Runtastic. Wir sind die Ersten, die mit Runtastic ein Kooperationsprojekt machen und Runtastic für die Ausdauer in unser System integrieren. Das heißt Ausdauer mit Runtastic, das InBody, wo wir entsprechend auch noch die Ganzkörperwaage, das Testing machen
und dann am Ende natürlich mit Miha das geniale Training. Und wir wollen, und das ist ganz klar unser Ziel, Nummer 1 werden in den Märkten und tatsächlich das Thema revolutionieren. Ich sehe unsere Marktbegleiter im EMS-Bereich nicht unsere Konkurrenten. Unsere Konkurrenten sind durchaus die bestehenden, auch Fitnessstudios oder andere, wo die Leute sich gar nicht bewegen, dass wir sie endlich zum Bewegen bringen, zur besseren Vitalität, dass wir sie abholen und tatsächlich in den Muskeln stärken. Dort wollen wir tatsächlich die Ersten sein und unsere Werte und Prinzipien sind unsere Basis. Wir wollen und leben tatsächlich nachhaltig. Wir wissen, dass wir in diesen Bereichen gute Erfolge haben und tatsächlich noch viel auch beibringen können und entsprechend leisten können. Wir wollen, und das steht im Zentrum, partnerschaftlich agieren. Wir wollen sicherstellen, dass wir gemeinsam die Dinge erreichen. Wir können nicht alles perfekt, aber wir sind bereit, gemeinsam besser zu werden. Und wir wollen transparent die Dinge aufsetzen. Wir wissen, was wir können und gemeinsam werden wir die Dinge auch lösen. Was sind die Stärken von dem, was wir machen? Wir setzen neben EMS eben auch auf das Testing, ganz bewusst, weil wir wissen, nur wenn Dinge überprüft werden und immer wieder gemessen werden, kann ich sicherstellen, dass die Leute auch tatsächlich wissen und glauben, dass sich was verändert hat. Durch das Testing stellen wir fest, wo die Bilanz ist. Testing mit dem Training, das ist eine Einheit. Da setzen wir mit InBody auf eine sehr starke Technologie, die wir in allen Studios verfügbar haben. Wir wollen bewusst ein Store-Konzept haben, das einzigartig ist. Wir haben dort die Stärke dessen, dass ich Architektenblut habe, also mein Vater ist Architekt. Das haben wir nutzen können, um hier ein einzigartiges Konzept umsetzbar zu machen, wo wir halt uns einfach ganz klar im Look and Feel unterscheidbar machen. Wir machen dieses Personal Coaching, aber eben auch diese Betreuungssituation. Wir haben, das ist rechts unten, die Digitalisierung. Wir sind die Einzigen, die derzeit mit eigener Software auf die Miha Bodytech-Geräte draufgehen, die auf InBody draufgehen. Wir vernetzen diese Elemente und schaffen damit ein einzigartiges Erlebnis für den Betreuer, aber eben auch für den Kunden. Und wir wollen Gamification ermöglichen. Die Leute sollen Spaß haben, sie sollen es testen, sie sollen es nutzen, sie sollen mit uns sozusagen Freude haben, dass sie ihre Ziele erreichen. Das Betreuungskonzept dahinter ist unser For-Leave-Ansatz. Wir verstehen und wissen, dass wir neben Muskeltraining auch die Ausdauer, das Feel-Well und das Muskelkrafttraining machen müssen. Dementsprechend können wir nur mit allen vier gemeinsam am Ende des Tages die Metamorphose zum Glück beim Kunden bewirken. Wir wissen, dass der Kunde aus seiner Soll-Situation oft entsprechend in einer Ist-Situation ist. Und dort wollen wir ihn wieder abholen und gemeinsam zu seinem Sollwert, zu seinem tatsächlichen Wohlbefinden begleiten und hinführen. Und das können wir. Wir können Marketing, wir können diese ganzen Drucksorten, wir können jeden Einzelnen begleiten in dem, was er vorhat, von Veranstaltungen, von seinem Auftritt, von seinen werblichen Aktivitäten. Das ist etwas, wo wir stark sind. Und wir schaffen damit dieses Personal Coaching 2.0 durch unsere eigene Software, durch die Vernetzung der Geräte, durch die Möglichkeiten, dass wir eben überall trainieren können. Und ganz wichtiger Punkt, den ich mir noch aufgehoben habe. Bei Mandu kann der Kunde in allen Stores trainieren. Eine Membercard öffnet alle Türen zu jedem Mandu-Store. Das heißt, ich kann mit einer Karte heute in Miami trainieren, morgen in Frankfurt und am nächsten Tag in Wien. Das ist ein Geheimnis und eine Positionierung, die uns einzigartig macht und die uns aber gleichzeitig dem Store-Betreiber, dem Partner die Chance gibt, dass er auch Umsätze generiert, ohne dass er selber akquirieren muss. Er kriegt ganz einfach externe Coachings von den anderen Stores hereingespielt. Wir haben mittlerweile in den zentralen Orten, wie zum Beispiel Wien, 60% der Trainings über externe Coachings. Das heißt, der neu aufsperrt, sperrt auf und hat in den Ballungsräumen Trainings, ohne dass er selber Kunden aktivieren muss. Das sozusagen ist etwas, was wir als System leisten. Dementsprechend ist es unser Auftrag. Unser Ziel ist das Glück des Kunden, aber eben auch der Partner. Weil nur gemeinsam sind wir erfolgreich und nur gemeinsam werden wir auch unsere Ziele erreichen. Und natürlich wissen wir, mit EMS setzen wir auf die stärkste Technologie und wissen, die Schönheit kommt mit dem besten Make-up und das schönste Make-up kommt von innen, von den Muskeln. Dementsprechend freuen sich die Julia, aber auch mein Co-Geschäftsführer Herr Speckmeier, der Helmut, dass wir gemeinsam ihre Fragen beantworten. Wir bleiben noch länger hier und hoffen, dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen. Besten Dank. Applaus